Die Europawahl. 10,2 Millionen bayerische Wahlberechtigte, 40 verschiedene Parteien. Welche europäischen Themen brennen den Bayern unter den Nägeln? Und wo finden wir bei uns Europa? Unterwegs durch 7 Regierungsbezirke, die Bayernreise, Roadtrip durch die Heimat zur Europawahl. Der fränkische Wein, ja, der ist natürlich weltbekannt und der wird auch in die ganze Welt exportiert. Aber in Erlenbach am Main gibt es ganz besondere Steilhänge und die könnten gar nicht so bewirtschaftet werden, wie es passiert, wenn die EU keine Fördergelder geben würde. Und wie das genau ausschaut, schaut mir an. Boah, jetzt ihr eng zu. Seit Jahrhunderten hat sich nichts verändert an den Terrassenlagen im Weinbaugebiet Unterfrankens, zwischen Spessart und Odenwald. Kulturgut, aber sehr arbeitsintensiv. Winzer Dieter Zöller kann sich trotzdem keinen schöneren Arbeitsplatz vorstellen. Ich bin mit Leib und Seele Steillagenwinzer. Das ist alles hier an Handarbeit, aber ich sage immer, für diese Steillagen muss man geboren sein und das macht hier oben uns richtig Spaß. Puh, völlig unvorstellbar, die sowieso schon schwere Arbeit am Weinberg und dann noch in diesem Gelände. Ohne EU-Förderung würde sich das Ganze nicht rentieren. Besonders arbeitsintensiv die 200 Jahre alten Buntsandsteinmauern, die gibt's nur hier in der Region. Die Trockenmauer besteht aus 2 Teilen. Das vordere Sichtfeld, das wird mit den schönen Steinen gemacht. Und das hintere mit sogenannten Füllsteinen, das ist dann die Drainage für die Mauer, dass das Wasser hinten dran schön ablaufen kann. Wenn diese Steine fehlen, dann wird die Mauer sofort wieder umfallen. Das heißt also, ohne diese Mauern wäre der Weinbau hier überhaupt nicht möglich in der Region, oder? Genau, ja. Weil der ganze Berg kommt runter und wird alles abrutschen. Sie bekommen ja EU-Fördergelder für dieses Projekt hier. Genau, ja. Was bedeutet Ihnen das denn? Also könnten Sie das ohne die Gelder so umsetzen, wie Sie es machen? Nein. Wenn diese Fördergelder für den Mauerbau nicht mehr hätten, dann würde dieser erhaltenswerte Weinberg verwildern. Doch die Mauern haben noch einen weiteren Vorteil. Wenn die Sonne dran strahlt und es sind die richtig warm tagsüber, heizt sich das alles auf und gibt nachts wieder die Wärme an die Rebstöcken zurück. Also das heißt, sie haben so eine gleichmäßige Wärme quasi, genau, für die Reben. Genau, ja. Ah. Das Geheimnis des fränkischen Weins hier. Ja. Nicht nur EU-Fördergelder, sondern auch EU-Manpower ist nötig, um das Kulturgut zu bewahren. Derart altes Mauerwerk zu erhalten, bedarf einer extra Ausbildung. In Deutschland gibt es kaum noch Spezialisten. Deshalb arbeitet Dieter Zöller seit 25 Jahren mit einer ungarischen Firma zusammen. Was bedeutet für mich diese Arbeit? So ein bisschen Künstler, so besser wie Lego spielen. Gehen Sie denn auch zur Europawahl? Natürlich, ja. Für uns ist sehr wichtig. Wahrscheinlich wichtiger für westeuropäische Leute. Europa ist Zukunft für uns. So, jetzt aber mal runter vom Berg, ins Zentrum. Mich interessiert, wie stehen die Erlenbacher zur Europawahl? Ja, mir liegt da einiges am Herzen, was überhaupt nicht geklappt hat die letzten Jahre, schon seit Anfang. Die ganzen Abstimmungsdinge da, dass alles einstimmig sein soll, das funktioniert halt nicht. Was liegt Ihnen am Herzen? Dass wir offene Grenzen haben, dass wir die gleiche Währung haben, halt all, und die ganzen Vorteile, dass ich rüber und über kann, wo ich hin will, in Europa mich frei bewegen kann. Ohne Grenzkontrollen und so weiter, das vereinte Europa und vor allen Dingen auch Frieden haben. Während ich mich umhöre, treffe ich zufällig Werner Noll. 40 Mitarbeiter aus aller Welt beschäftigt er, der Betriebsleiter der einzigen Frachtschiffwerft Bayerns. Darunter viele aus Polen. Dort haben sie immer noch den Zloty. Noll hofft jetzt auf eine schnellere Umsetzung der Währungsunion, denn schwankende Kurse beeinflussen den Lohn der Arbeiter. Und noch ein Problem sieht er auf die europäischen Reedereien zukommen. Mit den neuen Motoren gibt es die neue Abgasnorm, wie im Auto ja auch. Und im Moment ist noch kein Hersteller in der Lage, diese einzuhalten. Wenn jetzt ein Motor platzt, gibt es keinen Ersatz. Und im Moment, ja, weiß keiner, wie es weitergeht. Also sind die Forderungen der EU eigentlich Schmarrn? Die Abgasnormen schon, ja. Also bei manchen EU-Normen muss man halt einfach so ein bisschen den Kopf schütteln. Aber obwohl ich 2 völlig unterschiedliche Betriebe heute kennengelernt habe, eins muss ich festhalten, beide profitieren von der EU, weil so wie sie sind und wie sie arbeiten, könnten sie ohne Europa nicht existieren.